Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Alice, also willkommen hier zurück auf der Ehrengrad mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, die erste Ladung heute kommt. Bin wieder fein am Schippen. Da ist schon Folge Ende zu Anfang. So. Ein kompletter Lade von 26.000 Liter Heu würde jetzt. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ne, wobei wir haben ja nur einen Verkaufsplatz für Heu oder Stroh, Gras, was auch immer. Das heißt, da muss ich eigentlich nach preistechnisch, wo es denn zum Beispiel gar nicht gucken. Wobei wir gucken trotzdem immer nach, aber ich glaube, da gab es nur eine Verkaufsstelle, soweit ich noch weiß. Ah, ne. Würde sogar zwei geben, weil die BGA jetzt auch da ist, ja. Aber ne, für was denn? Heu. Oder? Ja. Oh lol. Das gibt mehr. Ja, bei der Scheune gibt es mehr. 101, bei der BGA nur 80 knapp. Aber ich habe ja geguckt. Okay. Bei der Scheune gibt es für Silage pro 1000 Liter 354 Euro. Bei der BGA 360. Das. Lohnt sich dann? Ja, ne? Ja, wenn man die BGA mal kaum verkaufen muss, aber wir kriegen da auch. Kriegen wir da Gärisch raus? Ja, doch normalerweise schon, ja. Oder? Ja, dann schon. Wir brauchen dann keinen normalen Dünger mehr. Ja. Dann können wir das auf die Felder hauen. Felder. Wir haben nur eins. Und natürlich auf die Wiesen. Wir brauchen aber deine Fässchen. Ja, ich glaube, das Fässchen ist jetzt nicht der teure. Da gibt es so ein paar schöne. So, Geld kommt drin. So, machen wir das nicht. Machen wir Radio an hier. So, 2000 Euro. Ja, kann man machen. Kann man machen, ne? So, kommen tut nix. Tanken wir mal auch nicht. Das heißt, wir können wieder zu unserer Wiese fahren. Ich weiß nicht, wollen wir auch mal auf uns ein paar Kühe kaufen? Nee, würde ich jetzt nicht machen. Noch nicht, sagen wir es so. Ja. Nee, aber ich meine in absehbarer Zeit, weil wenn wir schon Kuhstall am Hof haben, könnte man ja auch nutzen. Weil wir brauchen ja auch sau viel Heu und Silage ja. Dafür. Ja, aber ich weiß gar nicht, Heu. Ja, doch, stimmt, weil da kann man nicht mische. Stimmt. Ja, da müssen wir, wenn wir dann Kühe kaufen, dann müssen wir dann gut Heu und Heu, Stroh und Silage vorrätig haben, damit wir dann eine ordentliche Mische machen können. Und natürlich Mischfutterwand. Ist auch wichtig. Ja, und an sich die Kühe sind jetzt auch nicht das Billige. Kosten auch ihren Preis. Ich glaube 1500 Euro. Ne, 2500. 1500 waren nämlich Schäfchen, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, doch, weil im 17er waren die Kühe immer auf 5000 oben und das war halt immer. Ja. Das war schwierig und dann im 19er sind sie auf 2500 runtergegangen, also auf die Hälfte. Bis auf eben mit Seasons ist, glaube ich, dann tatsächlich wieder ein bisschen anders verteilt. Demnach, welche Kuhrasse man will, haben wir jetzt Fleischkuh, Milchkuh, gut, richtig gute Milchkuh. Ist halt die schwarz-weiß gefleckte. Ja, glaube ich, Fleckvieh, Braunvieh. Muss man dann, glaube ich, schon mehr blättern als die 2500 pro Stück. Ja, der Bürger ist auch noch fleißig bei, ne? Ja. Fleißig am Krubbern. Aber der Acker ist ja gar nicht so der große, das müsste eigentlich relativ schnell haben, ne? Ja, geht. Er ist, glaube ich, bisschen größer als wie unsere, oder? Ja, sowas. Die 16. Ja, ja. Wobei jetzt nicht viel um ist, ne? Bisschen breiter ist sie. Aber dafür auch ein bisschen kürzer, ne? Ja. Ja, viel nicht. 1,5 Folgen würde wahrscheinlich auch fertig sein. Na, heute
Ja, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, nee. Oh, ja, ja, da haben wir, oh, da haben wir, ja. Bisschen zu spät eingelenkt, ne? Ja, dann nehmen wir dann gleich, da schalten wir jetzt dann eh gleich runter, weil dann nehmen wir gleich die obere Bahn da mit. Machen wir Allrad sperren. Würden wir uns zwar glaube ich nicht brauchen, aber ist wurscht. Machen wir trotzdem mal rein. Bevor wir dann am Hang stehen und nicht mehr hochkommen. Ja, schon zu kämpfen, der Steiner. Aber packt er. Oh. Wer hat denn hier geschwadet, Alter? Nee, nee, nee. So, können wir alle dran zuerst sperren immer. Es sind bloß zwei Leute auf diesem Server. Ja. Einer. Und ich darf ja nicht mehr. Nee, war Spaß. Was? Ich war's nicht. Also kommt nur nach einer Frage, Flo. Das war der Helfer. Ja. Oh. Schafft es jetzt gar nicht. Okay. Allrad? Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht den Grund, wieso es jetzt nicht packt. Jetzt geht's wieder. Nee, keine Ahnung. Kann man nicht sagen, aber hat ob. Hat er keine Luft mehr gehabt, ne? Ja, jetzt schafft es. Ja, okay, kann drin. Oh, der ist schon gleich voll verwascht. Kann natürlich auch dran angelegen haben, ne? Das lassen wir mal wieder aus. Und sind wir voll. Oh ja, geht gut was runter. Ich muss sagen, Doppeldüngen lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Ganz kurz Tempomat reinmachen, weil ich nachgucken will, ob das jetzt doppelt gedüngt ist oder nicht. Zwei. Doch ist er. Wunderbar. Aber wenn wir dann, wenn wir das häckseln wollten, ich habe einen schönen Pöttinger Einreiher gefunden. Mengele. Das wäre was, ne? Ja. So geht da nicht. Achso, das ist doch nur. So, da kommt jetzt keins mehr. So. Sind wir wieder da. Ablade-Symbol? Kriege ich wieder keins? Okay. Ja, vielleicht in diesem zweiten nach links drüben. Schauen wir dann nach rechts, vielleicht kriegen wir dann. Kann natürlich sein, dass der Trigger einmal weiter rechts gesetzt ist. Ah. Okay, jetzt immer weiter rechts rüberfahren. Ich frage mich bis heute, wo das hinfällt, ne? Ah. Oh. Ich dusche mich ja schon hier schön im Gras, ne? Ah ja. Lohnzahlung? Hallo, das war vom Helfer, ne? Oder von den Helfern. Die wir in Einsatz haben.
Wenn wir sagen, wenn ich pro Stunde so einen Lohn kriegen würde, dann würde ich auch mich auf den Traktor setzen und einfach mal ein Feld pflügen oder gruppern. Mhm. 600 Euro die Stunde? Ja, kann man machen. So kommt nicht, oder? Probier jetzt schon immer genauer nach der einmal knappen Begegnung oder relativ am Anfang mit dem Ladewagen, wo die Schranke runterging und der letzten Begegnung mit dem Schwader. Ja, schwierig. Ich bin gerade dabei, den kleinen Steier wieder zurückzufahren. Achso, war denn, der war noch hier vorne gestanden am Feld, oder? Mhm. Ah, da drüben sehe ich dich hochtuckern. Der hat 7,1 Stunden. Der hat mehr als wie der große Steier, den ich jetzt gerade fahre. Ha! So, mit Schmack ist da hoch, dann geht alles. Oh ja. Klingt doch besser. Oh. Der ist ein bisschen dreckig, der Steier. Oh, jetzt hat er aber. Aber wir haben es fast geschafft, muss sagen. Weiß zwar nicht, wieso er jetzt an dem letzten Stück dann nochmal abgestorben ist, aber gut. Ich komme dir dann gleich helfen. Hallo? Ich würde gerne den Ding ins. Wieder irgendein Bug. Jetzt hat. Kann er gerade die Pickup nicht runterlassen? Aber ja, das ist gut, mir schon gleich helfen, komm schon, weil hier geht viel runter, dann haben wir dann gut was zu fahren. Du kannst dich dann gleich an die Wiese über dem Hof machen. Jo, mach ich. Weil hier unten. Ich weiß nicht, ob. Nee, glaube ich, lohnt sich nicht mehr, dass du daherkommst. Das schaffe ich nur entweder mit einem. Muss ich nochmal einmal fahren oder höchstens noch zweimal. Also, das schafft der kleine Steier. Den Ladewagen? Mhm. Ja, locker. Den haben wir schon mal mit dem gezogen. Das schafft er schon. Wenn es halt jetzt an die ganz steilen, nevermind, die habe ich ja gar nicht gemäht, die ganz steilen Hang da hinten in der Ecke, da müsste es eigentlich schon immer ganz gut packen. Ich muss sagen, ein 240 PS Diesel vor dem kleinen Ladewagen ist ein bisschen übermotorisiert. Naja, Zapfelle kann man ja einstellen. Ja, das schon. Also über dem Hof mähen, hinfahren. Mhm, ja genau. Oder beziehungsweise halt einfach auf die große Wiese am Hof. Oder in der Hofnähe. Ja. Komm schon, jetzt geht's schon wieder bergab, du schaffst es. Ja, er hat's gepackt, wunderbar. Wir wollen noch zwei kleine. Weiß gar nicht, geht der richtig flott mit dem? Im guten Sinne gemeint oder? Nee, jetzt wirklich. Achso, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der den Bug hat oder. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es da sein soll, wenn er jetzt voller wird. Dass einfach die Pickup teilweise ein bisschen zu weit am Boden ist. Auf jeden Fall, wenn ihr einen MB-Trag dran gehabt habt, den kleinen, war das auf jeden Fall teilweise so. Dass sich die Pickup einfach teilweise im Boden reingefressen hat und dann nach hinten gerissen hat und dann hast du den ganzen Traktor ausgebremst. Kann natürlich aber auch im B-Trag liegen, dass die Anhängerkupplung aber zum Beispiel zu weit unten war. Der hat ja auch eine Federung. Also der im B-Trag hat ja eine Federung, dass die vielleicht zu fest nachgegeben hat. Ja, oder das. Ja, weil der hat Hintertragsfederung, das haben jetzt die kleine Steuer oder der große nicht. Ich weiß gar nicht, der hat keine Hinterradfederung, bloß vorne. Den Betrag? Mhm.
Ach so, stimmt. Beides ganz Dingens. Der Unimog hat beides. Hat der Unimog beides? Ja, Unimog hat beides. Unimog hat vorne und hinten. Okay. Okay, dann. So, dann haben wir hier nur eine Bahn, wo sich da so um das kleine Waldstück herum schlängelt und dann sind wir hier durch. Ja, wenn wir hochkommen. Dann verkaufen wir, oder? Ja, ja. Beim Hof haben wir noch. Zur Scheune, oder? Ja. Ja. Fuck das aber. Da bin ich unterwegs. Okay. Ich auch. Gleich bald 87% wieder drinnen. Ah, ich sehe dich da drüben. Beziehungsweise deinen Namen. Ja. Liegst du auf der Seite? Komm ja nicht hinter den Berg rum. Ich sag's dir. Ich komm grad rum, weil ich in der Born ist. Aber ich sehe. Nee, ich seh dich. Ich sehe nur deinen Namen. Ich sehe aber den Traktor nicht. Da ist ein Busch in dem Weg. Ach, hatte ich die Bahn jetzt hier nicht genommen? Ah, dann genommen nochmal. Treibst du da hinten? Sehe ich gerade in den Buschen drin. Ich sehe was Rotes. Oh. Woran liegt das Problem? Ist ein Baum, oder? Ich weiß es nicht, ich versuche es mal weiter oben. Jo, war der Baum. Ah, okay. Ah, die werden wir nicht mehr mitkriegen, weil wir haben 99%, also. Ah, doch. Haben wir sogar noch mitgekriegt. Ja, gut, passt aber auch jetzt. Ich bin unterwegs. Ich auch. Ich weiß gar nicht, deiner läuft auch 40, oder? Meiner läuft genau 40. Okay, meiner 43. Sind wir ungefähr auf gleichem kmh-Level. Du wirst mich mit 3 kmh überholen, ich seh's kommen. Oder Zug. Immer wenn wir da längs fahren, kommt der Zug. Immer wenn du da längs fährst, kommt der Zug. Komm mal auf die Scheiße. Komm mal auf die Scheiße. Mann! Das war zu spät. Ich kann durchfahren. Mit 43. Das hat dich ja komplett ausgebremst, ne? Nicht nur komplett. Komm auf einem Auto noch rum. Ja, das geht noch ein bisschen langsam unterwegs. Sie sehen uns. Oh, hätte vielleicht auch eine Nummer gerne machen können. So. Ah, da hinten bist du. Gleich einen Thumbnail machen? Hm? Willst du vielleicht gleich einen Thumbnail machen? Ich stehe gerade schön da. Warte, ich muss erstmal. So. Ja, kann ich machen, warte. Warte, ich kann dann hier einfach, sonst kommst du nicht mehr raus, ne? So. Ja, so passt, aber. Hätte jetzt eh warten müssen, bis er leer ist. So. Aus. Achso, ich dachte mir gerade, wieso ich mich nicht mehr rückwärts laufen kann. Ach, du musst doch. Bist du noch gar nicht dabei? Nee. Aber ich hab dich ausgebrochen. Ah. So, jetzt kannst du wieder reden. Jetzt überfährt er mich gleich, ich seh's schon kommt. Ich hab's gewusst. Ich dreh mich um und er kommt Steier vor meinem Gesicht auf. Perfekt. Oh, der hat ja die eine Hupe. Die La Cucaracha. Oh, wir knacken fast die 50.000, das ist schön.
So. Entladen. Und dann nehmen wir nochmal ein Schlückchen, ne? So, nochmal 2051.000, wunderbar. 52, eher gesagt. Ja. Ein paar Euros, da können wir schon aufrunden. Ja. So, rein hier. So, dann ballern wir zurück zum Hof. Bist du schon wieder am Sammeln? Nee. Nee, da vorne ist richtig stehen. Ah, werde ich ihn überholen? Steht er im Buschen? Nee, steht auf der Straße. Boah. Eieiei. Einfach rausfahren, der Junge. Nee. So. Vorsicht. Oh Gott. Oh. Alles gut. Kann ich den hier anfangen? Ich fange hier oben einfach an. Ich hochkomme. Ja, geht's. Steier, gib alles! Also, wir schon da hoch. Ich muss da hoch, weil da ist noch eine Bahn. Na so. So. Ja, ne, das war die andere Wiese, wo das Stück Gras mit drin war. Also ich weiß, wir sind hier gerade zwar auf der Erlengrad unterwegs, aber ich habe nämlich jetzt eine Frage zu Epstorf Heide, und zwar Epstorf Heide wollen wir eh ein bisschen so machen, halt einfach ein bisschen entspannendes Projekt, kein richtiges Realismusprojekt, aber halt einfach ein bisschen entspannend. Und ja, und zwar gibt es nämlich da, habe ich gehört, so ein Mod, Addon, was auch immer, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Wiese hat und die jetzt wenden will, dass man jetzt nicht einmal drüber führt und da ist gewendet, sondern dreimal. Oder zweimal dementsprechend. Gerne in die Kommentare mit, ob das was wäre. Ob wir das mit draufnehmen sollen können. Oder wenn ihr es jetzt überhaupt nicht wollt, dann halt einfach schreiben, nö. Muss nicht unbedingt sein. Dann passt's auch. Jo. Ja, hier muss ich schon ein bisschen ziehen hier drauf. So, wir haben jetzt, ach, den Marmorin hier. Der kleine Stein muss auch ganz schön ziehen, ich rutsche hin. Ja. Die müssen alle gut ziehen, wir sind hier in den Bergen unterwegs, die Wiesen sind jetzt nicht so eben. Bis auf jetzt die wäre ja auch schön daneben uns, ich weiß gar nicht, wie viel die kosten wird. Beziehungsweise wie groß die überhaupt ist. Die geht bis hoch von Feld 2 bis ganz oben nach Feld 1, komplett nach ganz oben. Und kostet ja 200.000. Okay, das liegt doch in Sternen. Okay, ich hätte mir die jetzt tatsächlich teurer vorgestellt. Ich hätte jetzt so gedacht, so im 300.000 Euro wäre locker. Oder ja, okay, es sind fast 300.000, aber... Ich bin voll auf. Schaff's, perfekt, wunderbar. Da drüber auf die Straße. Bin auch gleich früh. Okay. Jawoll, voll. Jetzt ist die Frage, wer ist schneller am Zielort, ich oder du? Ich muss jetzt hier hinten rumfahren. Du kannst vorne links.
bin auf der schon auf der Straße nach unten. Okay, ich bin jetzt auf der Hauptstraße, die wir in Richtung. Ah, da vorne sehe ich dich schon. Mal gucken, ob sie 3 km/h ausmachen werden, wo ich dich reinhöre. Aber ob ich ihn einholen werde, das seht ihr schon in der nächsten Folge, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf graf haben, falls nicht getan, Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde, gerade im LS19 RP in DEC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.